CRPS ist ein schmerzmedizinisches Erkrankungsbild. Die Abkürzung CRPS steht für Komplex Regionales Schmerzsyndrom. Früher wurde diese Erkrankung auch häufiger als Morbus Sudeck bezeichnet. Ein CRPS äußert sich dadurch, dass es häufig nach einfachen Verletzungen sowie Bagatelltraum zu einem deutlich verlängerten Krankheitsgeschehen mit massiver Schmerzsymptomatik kommt. Hier zieht man häufig die sogenannten Budapest-Kriterien zu Rate. Diese werden eingeteilt in eine neuropathische Schmerzkomponente, trophische Störungen, vasomotorische Störungen, die dann das komplexe Schmerzbild ergeben. Der Behandlungserfolg vom CRPS kann sehr gut sein. Hier ist es sehr wichtig, dass die Erkrankung frühzeitig erkannt wird und mit einer intensiven Therapie begonnen wird. Hier ist zum einen auf eine suffiziente schmerzmedizinische Betreuung des Patienten und gute Analgesie zu achten. Des Weiteren sollte eine intensive Physio- und Ergotherapie durchgeführt werden, um mögliche Einschränkungen der Beweglichkeit frühzeitig zu verbessern.